Nagelneuer Benzer, Arme aus dem Fenster. Okay, perfekt. Es ist soweit. Sie müsste jeden Moment kommen. Ich bin ein wenig aufgeregter als sonst. Also ich bin wirklich gespannt, wie das gleich ablaufen wird. Hallöchen. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch. Als allererstes solltest du wissen, ich habe eine Ausbildung zum Magier gemacht. Ich habe was hinter deinem Ohr. Ja, bitteschön. Oh, danke schön. Ja. Und wie geht's dir? Sehr gut. Ja? Geht's mir, ja. Freut mich. Dir? Mir geht's auch fantastisch, jetzt wo du hier bist. Wie war denn dein Tag bisher? Naja, ist ja noch recht früh. Wir haben es kurz vor 12. Ich habe auch noch nie so früh ein Date gehabt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil schon seit ich im Sandkasten gespielt habe, wollte ich immer ein Date mit dir haben. Wie, wann war das denn? Da war ich so 5, 6 Jahre alt. Aber ich habe gehört, du stehst auf ältere Männer. Ja. Deshalb habe ich meine Haare auch lang wachsen lassen und seit 3 Monaten lasse ich auch meinen Bart wachsen. Ich habe es hier wachsen lassen, sieht man, oder? Nee, ich sehe da gar keinen Bart. Okay, also muss man. Ah, doch, hier ja? Ist ein bisschen rauer. Naja, ich stehe nicht so auf Bartträger. Nicht so auf Bart? Nee. 3 Tage Bart? Ich stehe halt auf ältere. Aber das Alter kannst du jetzt leider nicht irgendwie hochschrauben, ne? Das könnte ein bisschen schwierig werden. Aber du wirkst schon sehr reif. Also ja. Du bist gar nicht so kindisch. Ich bin in einer Phase meines Lebens angekommen, wo ich wirklich probiere, seriös aufzutreten. Nein, das trinkst du jetzt auf Ex. Oh Gott, das sieht so gemein aus. Geht's dir gut? Mir geht's einfach nur noch perfekt. Ja, genau, also ich probiere seriöser aufzutreten. Aber wie viel hast du jetzt Intus? Wie viel Promille? Ich bin ja noch wach. Ich habe noch nicht geschlafen. Krass. Ja. Ja, darauf gucken Frauen, ne? Echt, ja? Naja, hab da schon drauf geguckt. Ja. Du hast noch gar nicht auf meine Brüste geguckt? Nein, ich gucke immer in die Augen. Toll. Ja. Wow, da habe ich mir noch extra was angezogen, damit du auch mal raufguckst. Ja, aber das sieht auch sehr gut aus, muss ich sagen. Ja. Also jetzt, wo ich raufgucke. Danke. Ja. Hast du Hunger mitgebracht? Ja, habe ich. Was willst du essen? Ich würde gern Oktopus essen. Oktopus? Kartoffelpüree. Mein Lieber! Was trinkst du denn gerne? Wenn ich jetzt wählen darf, Champagner. Mein Lieber! Ich bin ja auch immer sehr sportlich aktiv. Also ich golfe gerne. Na, Golf ist nun gar nicht mein Sport. Nee. Tennis? Auch nicht. Oh. Was ist mit Badminton? Magst du das? Nee, auch nicht. Auch nicht. Ich mag Sport, wo man nicht so weit auseinander steht. Gehört was dazu? Tauchen. Mit Delfinen? Nee, ich mag Haie. Wirklich? Ja, das ist mein Lieblingstier. Hai. Mal. Hast du mal einen Hai gesehen beim Tauchen? Nein, noch nie. Ich kann ja nicht tauchen, das ist ja das Problem. Hä? Na dann, Mika. Flasche schon fast. Prost. Ach, mach, wie? Oh nee, das machst du jetzt nicht. Boah, es ist heftig, was du alles kannst. Ja, ich habe das wirklich für mich entdeckt und seitdem läuft alles viel besser. Ja, finde ich super. Also ich will auch mal so ein Tornado ausprobieren. Mhm. Ja, also nicht jetzt. Ah, na dann. Komm, leg das mal zur Seite. Das wird eine Schweinerei. Das wird keine Schweinerei. Ich habe noch nie aus einer Bierflasche getrunken. Nein, guck doch mal. Das funktioniert nicht. Komm, ich fütter dich mal. Willst du jetzt mal nee, ich hab so. Ach komm, Ron. Okay, aber gib mir nur ein kleines Stück. Gib mir nur. Dann so ein schönes. Also komm. Und? Schmeckt ein bisschen nussig. Jetzt weißt du aber schon so viel über mich. Jetzt will ich aber auch mal was über dich wissen. Na, was willst du denn wissen? Ja, zum Beispiel, was hast du eigentlich gelernt? Also wie gesagt, ich bin ja Privatier geworden. Mhm. Ungefähr mit 18. Aber davor habe ich ja auch was gemacht. Mhm. Ich war in der Schule. Ach. Ich war tatsächlich mal interessant. In einer Schule. Das ist natürlich toll. Das war auch ein Gymnasium. Nein, du warst auch im Gymnasium? Ja, ich war sehr intelligent. Und das erwarten viele nicht bei mir. Viele sehen mich immer als Person, auch in der Öffentlichkeit, und denken sich so, Ron ist eine Person, die gerne mal übertreibt, die gerne mal Sachen präsentiert, aber die einfach nichts im Kopf hat. Ich bin so schlau, dass ich damals die Schule abgebrochen habe, im Abitur, und Privatier geworden bin. Und die Lehrer, die gesagt haben, aus dir wird niemals was,
Die kaufen sich demnächst meinen eigenen Wodka. Das habe ich gelernt, schlauer zu sein als andere Menschen. Ich stehe zum Beispiel, ich lese ganz selten, ich kann auch nicht so richtig lesen, aber ich stehe so richtig auf Romane, zum Beispiel Die Taube. Ach, du erzählst mir einen Scheiß. Nee, wirklich. Die Taube. Ja, die ist das Taube. Weltliteratur? Nee, der Roman. Also das ist wirklich ein Buch, das hat mich vorangebracht. Genau wie von ihm ist auch das Parfum. Ist das Weltliteratur? Nee, das ist ein Roman, glaubst du mir nicht? Du, ich rufe jetzt, also meine Mutter arbeitet in der Bibliothek. Ich rufe da jetzt an und frage, ob wir die Taube haben. Max, in Bibliothek. Ja, schönen guten Tag, Schäfer. Ich habe mal folgende Frage. Ich bräuchte ganz dringend das Werk Die Taube. Kleinen Moment, von wem nochmal? Ich habe das jetzt nicht... Patrick Süskind. Ach, von Patrick Süskind, Die Taube. Das klingelt noch nicht bei mir. Manchmal ist es ja so, wenn man das Buch dann sieht. Das wird gleich klingeln. Nee, das haben wir nicht. Also das gibt es als E-Book, wenn Ihnen das weiterhilft. Sie können das auch digital ausleihen. Ah, aber Die Taube? Ich dachte, das wäre so ein ganz großes Werk. Naja, Patrick Süskind, dem seine Bücher sind eigentlich alle erfolgreich. Ich habe gewonnen. Und du musst exen. Exen? Ey, wirklich, dann liege ich hier unter dem Tisch. Ich exe auch. Okay, aber dann lass mir ein bisschen Vorsprung. Fang, okay, gib mir 10 Sekunden Vorsprung, okay? 10 Sekunden? Ja, sag mal, 10 Sekunden, okay? Warte, mir fällt was ein. Ich brauche einmal mein Handy, bitte. Ich rauche natürlich nicht. Ich nehme keine Drogen. Ich bin nicht spielsüchtig. Wow, nochmal 3 Freefills, Bruder, wer ist da? Einfach Gorilla. Ihr habt überhaupt. Genauso wie ich, also da haben wir was gemeinsam. Aber jetzt sag mal, wie verbleiben wir denn jetzt überhaupt? Also ich fand's echt schön. Ich fand's auch super schön. Ich würde einfach sagen, du entscheidest. Willst du nochmal mit mir gehen? Ja? Nein? Vielleicht erstmal einen Tornado entzünden. Ist das süß! Na dann kreuz mal an. Ach, du willst erstmal noch einen Tornado entzünden? Nein! Guck doch mal!